Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie bzw. euch ganz herzlich zu meinem Erklärvideo. Ja, und damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. Ich möchte gerne mit Hilfe eines etwas älteren Programms und einer etwas älteren Konstruktion Ihnen zeigen, wie Linearkombinationen in zweidimensionalen funktionieren und wie man damit parametrische Gleichungen für Ebenen in dreidimensionalen erzeugt. Im zweidimensionalen habe ich dazu die beiden Vektoren V1 und V2 definiert. Für den Anfang erstmal 1, 0 und 0, 1. Das geht mit der älteren Software nicht ganz exakt, wie Sie hier erkennen können, aber das soll egal sein. Trotzdem funktioniert es ungefähr. Diese beiden Vektoren V1 und V2 sollen in einer Linearkombination den Vektor P erzeugen und der Vektor P zeigt so einen beliebigen Punkt Groß P, der irgendwo in der Ebene liegt. Und damit kann ich den Punkt P verschieben, wie ich gerne möchte und komme überall in die Ebene hin, wo ich will. In diesem Fall sind die Werte R und S auch die Koordinaten des Punktes. Der Punkt ist jetzt ungefähr 5, 2,5 und man sieht auch R und S nehmen diese Werte an. Was die Software nicht kann, ist negative Zahlen darstellen. Ich verschiebe mal den Punkt hier einmal nach links. So, jetzt ist R eigentlich minus 4, weil V1 zeigt in diese Richtung, R mal V1 in die andere. Er hat trotzdem den Wert 4 genommen. Das möge man uns bitte im Rahmen der älteren Software verzeihen. Statt den Vektoren 1, 0 und 0, 1 zu nehmen, kann ich natürlich auch längere Vektoren nehmen. Ich nehme mal jetzt hier 5, 0, zumindest ungefähr, und vielleicht 0, 2. Dann sind R und S natürlich nicht mehr die Koordinaten von Punkt P, aber trotzdem kann ich jeden beliebigen Punkt P durch eine Linearkombination von V1 und V2 finden. Also den Ortsvektor P natürlich dazu. Das klappt auch, wenn jetzt ein Vektor nicht auf der Achse liegt, ungefähr so, dann wird aus dem Rechteck, was ich bisher hatte, ein Parallelogramm. Vielleicht ändern Sie sich noch an die Kräfteparallelogramme in der Sekundarstufe 1. Die basieren auch auf dieser Konstruktion. Und das Faszinierende ist, dass ich auch den Vektor V2 irgendeine Richtung geben kann und dass sie sogar fast in die gleiche Richtung zeigen können. Und trotzdem kann ich jeden beliebigen Punkt P bzw. den Ortsvektor P durch eine Linearkombination daraus herstellen. Ich muss das mal etwas kleiner machen, damit man es sehen kann. Verschiebe mal das Koordinatensystem. So ungefähr kann man alles hin. Ja, V1 und V2 zeigen fast in die gleiche Richtung, P in eine völlig andere Richtung. Das geht, kein Problem. Ich komme auch überall hin, wo ich hin möchte. Ja, und damit kann ich auch die Ebenen im Dreidimensionalen konstruieren. Ich wechsle mal das Bild. So, jetzt bin ich im räumlichen System und versuche eine Ebene zu beschreiben, die irgendwo im dreidimensionalen Raum liegt, nicht unbedingt durch den Ursprung geht. Das funktioniert folgendermaßen. Ich nehme einen Vektor A, der zu einem beliebigen Punkt in der Ebene zeigt. Das ist mein sogenannter Stützvektor. Und dazu kommt eine Linearkombination aus den beiden Spannvektoren U und V. Und damit kann ich dann jeden beliebigen Punkt x beschreiben, der in der Ebene liegt, beziehungsweise den zugehörigen Ortsvektor klein x. Also nochmal, der Ortsvektor klein x zu einem beliebigen Punkt in der Ebene ist einmal der Stützvektor in die Ebene rein plus eine Linearkombination der beiden Spannvektoren u und v. Das sollte erstmal reichen. Ja, und damit darf ich mich dann auch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.